Nachdem es für unsere Frauenmannschaft schon eine Woche früher nach dem Winter mit dem Nachholspiel gegen den 1. FSC Frankfurt losgegangen ist, stand dann letzten Sonntag das erste planmäßige Spiel des Jahres gegen die SGS Essen an. War ein guter Gegner, direkt in Frankfurt und Potsdam ja auch noch im Dezember hatten wir ein straffes Auftaktprogramm, jetzt auch mit München. Und da geht es halt darum, da hatten wir in der Hinrunde viel Punkte sammeln können, überraschenderweise. Und da wollten wir jetzt natürlich dran anknüpfen. Gegen Essen ist es uns nicht ganz gelungen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber letztendlich können wir, glaube ich, damit zufrieden sein. 2:2 lautete das Resultat in Essen am Ende. Dabei führte unsere Elf schon durch Tore von Nicole Biller und Maximiliane Rall mit 2:0. Obwohl ein Unentschieden beim Tabellenvierten nicht schlecht ist, hat die Enttäuschung nach dem Spielende doch erstmal überwogen. Direkt nach Abpfiff, muss ich ehrlich gestehen, war ich selbst ein bisschen enttäuscht, eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben zu haben. Vor allem, weil wir in der ersten Halbzeit, finde ich, das Ganze ganz gut gemacht haben. Und da war es dann umso ärgerlicher, dass wir innerhalb von einer Viertelstunde eben noch 2 Gegentore kassiert haben und unser Spiel nicht einfach so weitergeführt haben, wie wir es eben auch zu Beginn der zweiten Halbzeit gemacht haben. Jetzt mit ein bisschen Abstand kann man ruhig sagen, dass wir stolz auf uns sein können, dass wir mittlerweile schon in Essen Punkte holen können. Lerner Bolschan ist in Essen wie schon so oft in dieser Saison eingewechselt worden und ist damit der personifizierte Joker in der Mannschaft von Jürgen Ehrmann. Insgesamt ist sie in 13 von 14 Spielen auf dem Platz gestanden und hat dabei 2 Tore erzielt. Keine schlechten Werte für eine Debütsaison in der ersten Liga. Also zuallererst, ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein, dass ich in den 13 Spielen eingewechselt worden bin, eben als Neuling in der Liga. Ich freue mich, dass ich jedes Mal meine Joker-Chance sehe. Jedoch bin ich auch ziemlich ehrgeizig und möchte mehr Einsatzzeiten weiter rankommen. Aber ich glaube, für das erste Jahr, diese regelmäßigen Joker-Einsätze tun mir ganz gut, um mich an das Niveau zu gewöhnen, reinzukommen und eben auch Erfahrung zu sammeln. Bevor es jetzt in die erste Länderspielpause des Jahres geht, steht diesen Sonntag noch das schwere Heimspiel gegen den FC Bayern an. Darauf wurde sich diese Woche im Training intensiv und konzentriert vorbereitet. Naja, München hat ja jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg 4-2 gewonnen, sind wieder ganz dick im Titelrennen drin. Da wird auf jeden Fall auch wie im Hinspiel ein schwerer Gegner auf uns zukommen, der sehr spielstark ist. Da gilt es für uns vielleicht hinten auf jeden Fall erstmal die Defensive zu stabilisieren. Das Trainerteam um den Jürgen und den Gaber, die haben sich natürlich was einfallen lassen, wie wir dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken oder wie wir da vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen. Und das ist jetzt eigentlich so der Haupttrainingspunkt in der ganzen Woche. Da liegt so ein bisschen der Fokus drauf. Wie eben schon gehört, hat der FC Bayern letzten Sonntag mit 4:2 zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen und hat damit nach Punkten zu den Wölfinnen aufgeschlossen. Die Form sollte also beim FC Bayern stimmen. Außerdem widern sie nun wieder Morgenluft im Titelkampf. Unsere Mannschaft hat aber schon im Hinspiel bei der knappen 1:2-Niederlage den Favoriten einen harten Kampf geboten und wird auch Sonntag wieder alles in die Waagschale werfen, um vielleicht doch etwas Zählbares zu Hause zu behalten. Naja, München ist momentan auch sehr torhungrig. Ich glaube, wenn wir über eine gesicherte Defensive hinten rausgehen und vielleicht gucken, dass wir lange die Null halten, wenig hinten zulassen und dann vielleicht mit vereinzelten Kontern, das was uns eigentlich ganz gut liegt, den einen oder Nadelstich setzen, haben wir vielleicht ja die eine oder andere kleine Chance. Aber im Großen und Ganzen können wir auch sagen, dass der Druck nicht auf uns liegt. München muss jetzt kommen, München darf sich keinen Patzer mehr leisten. Wir können da ganz befreit am Sonntag ins Stadion laufen, aufspielen und dann eben mutig nach vorne spielen.